Willkommen zurück bei Minecraft. Wir gehen jetzt erstmal in den Nether, wie gerade eben besprochen. Holen uns einen Eimer Lava. So. Muss ich nur genau das vermeiden. Dass ich hier irgendwo runterfliege. So, und ich sollte hier vorsichtig einmal runtergehen. Uff, hot stuff. Wieder ein Erfolg. Was gibt's denn dafür? Hello Bucket Bus Lava. Ja, danke schön. Zack. Und auf Wiedersehen wieder zurück. Ah, perfekt. Ich liebe unser Nether-Portal hier im Black Mesa. Und wieder zurück zu Lapkes. Lempkes. Mein Gott, wieso sage ich jetzt schon wieder Lempkes? So, und das teste ich allerdings jetzt am Morgen, wenn es trocken ist. Weil Regen macht ja auch Feuer aus. Und wenn ich jetzt da irgendwie den Wald mit abfackle oder so, das wäre natürlich schlecht. Tschüss, Skelettis. Ich bin immer noch so froh, dass wir hier das untertunnelt haben, damals. Und quasi unsere Gebäude alle miteinander verbunden haben, ne? Das war so 120.000er EQ. Guten Tag, Susi. Das einzige nicht 120.000er EQ war, dass Monster in der Nähe sind. Kannst du schlafen, Monster ist an der Bi. Ah, jetzt. Ups. Jetzt hat's funktioniert. So, dann bringen wir jetzt die Lava. Oh, wartet mal. Ist hier noch... Oh, hier ist noch Kohle. Sehr gut. Aber das wollte ich gar nicht. Da, genau. Da wollte ich nochmal gucken, ob wir hier noch ein paar Spiegeleichen haben. Oh, vor allem, du isst gar nicht so lange das Spiegelei. Das ist ja wirklich ein Haps und das bringt ja auch gut was wieder. Cool. Wäre dieser Bloater da unten nicht, ne? Dann sähe das ja echt schön aus. Ich habe zwar kaum noch Inventarplatz, aber wir machen uns noch voller. Wir brauchen. Okay. Ich habe keine Eier. Meh. Als nächstes bauen wir eine Eierfarm. Nein, ups, hallo, leck. Nein, als nächstes bauen wir dasselbe Spielchen nochmal mit dem Conveyor Belt daneben auf, mit Wasser allerdings. So, und jetzt. Jetzt leckt's kurz. Okay. Wo ist mein Eierlava? Ach, guck mal, ich habe die Eier doch schon eingesammelt, okay. Einmal Lava. Mr. Lava Lava. Okay. Sind die etwa zu langsam? Das könnte natürlich zu einem Problem werden, aber wir testen es jetzt. Und ich nehme an. Uah. Hey! Hey, lass mich rauf! Ja, hier ist schon genug, was die braten können. Ah, hoffentlich ist der nicht zu langsam. So, und jetzt muss ich hier ein Filterchen setzen, ne? Ah, so. Achso, das geht gerade nicht, weil ich habe keine Holzkohle. Das heißt, ich muss jetzt zwangsläufig einfach mal einen Testlauf machen. Die Schnittstelle. Hallo? So. Jetzt ist die Schnittstelle richtig gedreht. Dann dürftet ihr das jetzt gleich rausholen. Deployen, jawohl. Da kommt es auch schon raus. Perfekt, das läuft. Das läuft super. Das läuft sogar perfekter als perfekt.
Jetzt müsste das hier gleich gekocht werden oder zur Holzkohle verarbeitet, aber wahrscheinlich ist er zu schwach und deswegen dauert's. Ja. Das heißt, wir müssen hier mehr Power drauf kriegen. Ah. Ist ja noch nicht mal angekokelt. Weißt du, wie ich meine? Was ist, wenn wir aus Black Mesa mal den Motor holen? Und den schneller einstellen. Bringt das was? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ah, der Motor ist ja da oben. Kann ich mir noch einen craften eben oder dauert das jetzt zu lange? Na, ich nehme mal eben den mit. Übrigens, das hier war ganz fail, ne? Da brauchte ich ein anderes Teil für. Müssen wir auch noch machen. Machen wir aber jetzt erstmal nicht, weil jetzt ist erstmal die Baumfarm angesagt. Baumfarm ist Trending Topic. Au! Hä? Ah! Ich wollte gerade sagen, wieso hat der jetzt Strom? Überlastet? Jetzt checke ich gar nichts mehr. Ziehst du jetzt hier Strom raus? Nee. Ja gut, ich check's gerade nicht. Aber egal, wir wollten ja eigentlich da hoch. Um. Ouais. Den Motor mal zu holen, testweise. Autsch. Aber ich habe die leise Befürchtung, dass das auch nicht funktionieren wird. Dann nehme ich jetzt hier. Rank it up. Ja, weil der Strom braucht, ne? Der braucht richtigen Strom. Dann müssten wir ja tatsächlich einmal noch mal Ich habe zwei Stirling-Motoren, ne? Und in der einen Tasche hier dürfte ich doch noch die Conduits haben, ne? Ja. Dann nehmen wir doch mal nochmal einen Stirling-Motor mit. Hauen da so lange ein Stack Holz rein. Einfach nur für den Test. Ich habe ja jetzt genug Holz. Jetzt kann ich ja mit Holz pressen. Ah, wie geil. Ey, weißt du was? Wir nehmen die Äpfel. Free Äpfel!
Der Stirling-Motor befindet sich jetzt in meinem Besitz. Der Konduit, den nehmen wir auch eben mit. So. Blub. Einmal wieder zurück. So, dann schließe ich den Stirling-Motor an. Den Stirling. Ja, doch, den Stirling-Generator. Motor. Genau, Stirling anschließen, Motor anschließen und gib ihm. Dann dürfte es ja funktionieren. Heißt, wir haben das Energieproblem leider doch noch nicht so ganz erledigt. Aber zumindest sind wir nah dran, das zu erledigen. So, dann stellen wir hier ihn hin. Uiuiui. Dann kommt hier der Basic Motor mal dran. Jawohl. Und hier kommt ein Conduit dran. Just simple as that. Okay. Und wenn ich jetzt hier einfach mal den Stack mitnehme und den Stack mitnehme, dann lasse ich jetzt erstmal die Sticks hier. Was? Ah, wegen der Drehrichtung, wa? Nehmen wir den nochmal weg. Nein! Er landet auf dem Conveyor Belt. So, jetzt aber. Oder? Autsch! Ah! Wait, aber ich verbrenne nicht. Ich brenne, aber verbrenne nicht. Schaffen wir es noch? Okay. Hä? War jetzt irgendwie strange. Wenn wir jetzt sagen, lieber Motor, volle Power, die du hast. Auch dann nicht? Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, weil der läuft ja jetzt auf Full Power gerade, der Basic Motor. Ah, warte mal, ist das die Drehrichtung gerade? Auch nicht. Ah, doch, jetzt hier ist Holzkohle drin. Sehr gut. Ich gehe jetzt mal eben schlafen. Dann können wir also manchmal ist das Schlafen echt ätzend, ne? Dass man immer so hin und her rennen muss. Ja, aber Hauptsache, wir haben wieder Tag. So, es funktioniert wohl. Es werden mir nur nicht die Partikel angezeigt. Scheinbar irgendwie ein Shader-Problem. Aber es kam Holzkohle raus. Das wiederum heißt, ich kann jetzt da den Filter einsetzen mit der Holzkohle und sagen, ey, du nur Holzkohle. Dann kommt da nichts anderes rein, außer die Holzkohle. Genau, da. So. Und dann nehmen wir den Filter, sagen dem Ding nur Holzkohle und dann dürfte ja jetzt auch nur Holzkohle hier drin landen. Und alles andere verbrennt wahrscheinlich auf dem Weg hierhin, oder? Oder? Don't kill me. Please. Ah! Direkt davor gesprungen. Ah! Hilfe. Ja. 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 Ui. So.
So, Äpfel müssten ja eigentlich. Guck mal, die Stöcke. Ja, die Stöcke verbrennen. Okay. Die Äpfel verbrennen, die Stöcke verbrennen. So. Ja, lecky leck. Oh, und es wird gleich rausrennen. So, den brauchen wir. Aber wieso kommt jetzt? Ich hab doch den Filter aktiviert, oder nicht? Oder geht das nur bei den Messing-Dingern? Mit dem Filter. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Nur Holzkohle. Lululululu. Aber wieso kann ich den denn nicht da? Shift rechts? Nee. Okay, strange. Wieso kann ich auf dem nicht den Filter? Okay, wie heißt das Ding denn? Das mache ich dann mir nochmal aus Messing. Wo ist es denn? Da. Schleuse heißt das. Okay, fertige ich mir nochmal eine aus Messing an. Also ist das ja sonst doof. Außer. Nee, weil der Fan dreht ja jetzt nicht mehr, ne? So, er produziert jetzt mit der Holzkohle. Strom, blablablab. Das müssen wir jetzt nochmal checky checky machen. Checky Chan. Ja, wenn die einzeln fahren, no problem. Auch no problem. Aber wenn ein ganzes Deck fährt. Ein ganzes Deck hat er mit ein Problem. Dafür ist der Weg zu lang wahrscheinlich. Aber egal, ich mache die Dinger mir jetzt auch nochmal aus Messing. Ich brauche nur wieder Rosenquarz. Schleifpapier dürfte ich ja noch haben. So, das sind jetzt 38 Stück gewesen. Kriegt er das geschissen, die 38 Stück rechtzeitig zu smelten? Nein. Ja, okay, dann holt er die 38. Also einzelne kriegt er hin. No big deal. Die großen nicht. Aber die Musik ist aber laut, ey. Also bei mir jetzt gerade. Ich weiß nicht, wie es bei euch rüberkommt. Okay. Rosenquarz. Aber hey, wir haben viele heute in der Aufnahme geschafft. Das ist schon echt einiges. In der nächsten Aufnahmesession werde ich mich dann, glaube ich, mal mit dem Grinder beschäftigen, damit wir dann mehr Eisen und so kriegen, ne? Weiß gar nicht, da brauchen wir, was brauchen wir denn da alles? Andesit 3. 21 weniger, 1, 2, 3, 4, 5 weniger, 5. Okay, 16.
16, 16, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16. Ja, 16 davon. Und was ist in der Mitte? Blackstone, Redstone, Greenstone, Stone, Brownstone, Stone, Blue, 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 Blue. Okay, irgendein Stone und drumherum Holz. Aber dazu brauche ich auch noch wieder diese Casings, ne? Hatte ich nicht noch Brass dabei? Yep. Hier Brass hatte ich dabei. Schmirgelpapier hatte ich auch noch dabei. Und wir befüllen jetzt als allererstes mal unsere Holztruhe mit dem Holz, würde ich sagen. Eieiei, ist das viel Holz, ne? Und dann können wir uns ja noch ein bisschen Kelp hier, eigentlich Seetang, nicht Kelp, Seetang braten. So, stellen wir uns gleich davor. Na komm, Stückchen. Schmeißen wir jetzt direkt erstmal alles hier raus. Ist auf jeden Fall schneller. Alter, die Truhe ist schon fast voll. Crazy. Rosenquarz. Das heißt, ich brauche nochmal zwei Quarz. Ja. Und Redstone. Ready Redstone. Ready Redstone. Einmal ein Stack. Komm, die Erde mal so lange hier rein. Rosenquarzi Quarz. Lup. Zack. Bumm. Der Platz. Ja. Wieder in die Redstone-Kiste. Wieder Erde rausnehmen. So. Jetzt brauchen wir das Schmierigelpapier. Das Schmierigelpapier haben wir hier gehabt. Dann müssen wir das Schmierigelpapier in die Hand nehmen. Den Rosenquarz. In die Offhand. Chip, 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 chip. So. Okay. Und dann brauchen wir Messing, haben wir ja. Getrockneten Seetang haben wir auch. Gut, müssen wir jetzt wieder. Ah, das war die Eisenplatte, die wir noch brauchten. Eine habe ich. Eine brauche ich auch nur. Habe ich auch nur einen Seetang dabei? Ich wollte gerade schon wieder sagen: Kelp, ja, habe ich. Das heißt, 1, 2, ich hätte auch nur ein, oh, das war falsch. Ach so, ja, natürlich war das falsch. Ich Blödkopf. So, und dann hier das Brass. Bumm. Jetzt haben wir das Ding aus Messing gemacht. Und wenn ich mir jetzt... Es ist schon wieder Nacht. Holy moly. Ja gut, dann gehe ich jetzt hier einmal ins Bett. Lups. Und ich würde sagen, wir starten dann jetzt direkt noch eine Folge und dann... Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Wir starten danach vielleicht noch eine Folge. Jetzt auf jeden Fall nochmal im Anschluss, denn ich sag jetzt mal bis gleich, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.